schwarze Community in Deutschland ist extrem anstrengend geworden und ich meine das wirklich ernst. Ich mache Videos über Kongo, ich mache Videos darüber, dass in Kongo gerade Menschen systematisch kaputt gemacht werden und Kongo seit der Unabhängigkeit von Belgien noch immer den Bach runtergeht, weil weiße Leute dieses Land destabilisiert haben. Da kommen ernsthaft Leute und sagen, was will dieser White Boy? Dieser White Boy macht mehr als eure schwarze Community. Dieser White Boy macht mehr als einige von diesen Leuten, die hunderte tausend Abonnenten haben und lieber Reactions machen, lieber witzigen Content, statt auf sowas zu reagieren. Dieser White Boy ist mit Schwarzen groß geworden, aus Eritrea, die Tigrisch sprechen. Dieser White Boy ist mit Leuten groß geworden aus Äthiopien und hat Familienmitglieder bzw. Bekannte, die aus Togo kommen. Dieser White Boy setzt sich für euch ein und was kommt ist, warum machst du das, du White Boy? Du musst ja nicht. Doch, ich muss. Weil es keinen Unterschied macht. Es macht keinen Unterschied, ob ich ein White Boy bin, ein Arab Boy, ein Kurdisch Boy, ein Türkisch Boy oder ein schwarzer Boy. Ey, so langsam ist es wirklich anstrengend, Leute. Hört doch mal auf, diese Unterschiede zu machen. Hört doch mal auf, ständig immer zu sagen, schwarz, weiß, grün, gelb, lila, mir egal. Von mir aus bist du Inder, der japanisch-chinesisch spricht. Wenn du dich für Menschen einsetzt, machst du alles richtig. Wenn du für Menschen einsetzt, die nichts zu sprechen haben, Menschen, die gerade einem Volk mundtot gemacht werden, Menschen, die sogar kaputt gemacht werden, obwohl sie nur ihren Glauben haben, den Christentum, Bischöfe aus dem Land rausgeschmissen werden, gefoltert, hat. Menschen, die missbraucht werden und niemand redet, sagst du, der White Boy spricht? Leute, wisst ihr was? Ich bin so enttäuscht von diesen Menschen. Ich bin so enttäuscht von diesen 30, 40, 50 Kommentaren jeden Tag, die immer wieder schreiben, White Boy, White Boy, White Boy, White Boy. Wisst ihr was? Ich mache immer noch weiter, weil ich das will, weil es auf meinem Herzen liegt. Es ist mein Content, mein Account. Wenn es dir nicht passt, hau einfach ab.